Willkommen zurück, Leute, zu Tomodachi Live. Und was ist das? Hallo. Hallo? Stell dir nur vor, wir haben ein Baby. Oh mein Gott. Was wäre dir lieber, ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen? Ich glaube, der ist beides schön. Ich lass mich überraschen, ne? Es ist ein Mädchen. Es ist ein Mädchen. Und sieht das Baby aus, wie du es dir vorgestellt hast? Aber total, natürlich. So wie die Natur es wollte, ne? Wir haben uns zusammen einen Namen ausgedacht. Und der Name lautet Magda. Magda. Seid ihr sicher? Wie wäre es dann mit Liana? Seid ihr sicher? Wie wäre es dann mit Emily? Emily finde ich ja einen super Name, ne? Emily finde ich ja tatsächlich einen super Name. Das ist fantastisch. Welchen Charakter soll das Baby haben? Darf ich mir das aussuchen? Genauso wie Papa, genauso wie Mama. Das bestimmt nicht. Überlasst es der Natur. Kühl. Er ist eine Kühl. Charakter zurückhaltend, vorsichtig, stur, vernunftgesteuert, nüchtern. Nachdenklich. Zeigt nur selten, was im Inneren vorgeht. Denkt vor dem Handeln gründlich nach. Ist allerdings manchmal etwas zu steif. Ach du Scheiße. Nun gut. Naja. Okay. So würde also mein Kind aussehen. Na gut. Na gut. Ich weiß schon, warum ich keine Kinder kriegen will. Wir werden uns gut um Emily kümmern. Kümmere dich auch gut um sie. Mach ich. Emily ist das neugeborene Kind von Wollo und Rosalina. Es ist der Wahnsinn. Eilmeldung. Im Fotostudio kann man ein Kinderfoto machen lassen. Möglich sind Fotos mit beiden Eltern und Kind oder Fotos nur vom Kind. Das ist die perfekte Möglichkeit für Familien mit Kindern, einen Moment im Leben des eigenen Kindes festzuhalten. Vorbeischauen lohnt sich also. Danke fürs Zuschauen. Denn dann würde ich doch mal sagen, dann würde ich doch glatt sagen, das machen wir, oder? Natürlich halten wir das fest, das ist ein Ereignis. Das gibt es so nur einmal im Leben. Wir nehmen ein Kinderfoto. Ja, natürlich mit Emily, ne? Möchtest du auch die Eltern auf dem Foto haben? Das möchte ich ganz gerne, ja. Das finde ich schön. Moment. Ich mag es ja immer, wenn die Augen so offen haben, ne? Wobei, man sollte hier was Gutes nehmen, denn das wird auch das Thumbnail gleichzeitig. Das macht auf jeden Fall Sinn. Das finde ich gut. Doch. Das finde ich gut. Sehr schön. Weißt du, hast gerade so ein quengeliges Kind auf dem Arm. Die Eltern sind sauer. Rosalina ist traurig. Wollo ist ein bisschen sauer. Er sieht eher sauer aus. Das finde ich gut. Das finde ich super. Absolut. Super. Ein Blag. Wir haben ein Blag dabei. Das ist doch schön. Schauen wir trotzdem erstmal in die Mi-Nachrichten rein. Was gibt's denn da Neues? Willkommen bei den Mi-Nachrichten um 5 Uhr. Jeder mag gern Knoblauch. Jetzt gibt es auch die Möglichkeit der Herstellung im eigenen Zuhause. Ein Hechtfilet und ein Tiramisu sind alles, was du brauchst. Diese einfach in den Spezialbehälter tun und einschalten. 3 Minuten warten und heraus kommt ein warmer Knoblauch frisch auf die Hand. Dieser Knoblauchmacher eignet sich perfekt, um mal schnell ein paar Snacks für Gäste zuzubereiten. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Und wie lässt sich das beweisen? Über das Thema weiß ich besser Bescheid als ihr. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Naruto Uzumaki und das waren die Mi-Nachrichten um 5 Uhr. Ein Knoblauchmacher. Da muss ich Tiramisu und noch was Komisches reinschmeißen, okay. Warum nicht? Warum nicht? Gib mir Geld. Kinder, es gibt mir Geld. Dankeschön. Danke, danke. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, ich glaube, ich habe da gerade ein Herz gesehen. Nee, habe ich natürlich nicht. Habe ich mich verguckt. Schauen wir mal im Mi-Viertel vorbei. Oh. Oh. Guck mal, die liegen zusammen in einem Bett.
Die liegen jetzt zusammen in einem Bett. Die liegen in einem Bett und Wollo schläft mit offenem Mund und. Und das Baby ist auch ganz ruhig und lieb. Guck mal, wie lieb das ist. Oh, ist das lieb. Das kommt voll nach mir. Ich merke das schon. Ich war als Kind sehr, sehr, sehr lieb. Das möchte ich jetzt mal gesagt haben. Es wurde mir immer wieder bestätigt, dass ich ein sehr, sehr liebes Kind war, ohne groß Ärger zu machen. Ich habe mir auch gar nicht getraut. Da hätte mich rechts und links eine gegeben. So einfach ist das. Otaro. Erzähl doch mal. Was ist los bei dir? Hast du Sorgen? Guten Morgen. Du klingst auch sehr sorgenvoll. Ich habe Hunger. Oh, Hunger. Das ist ja spannend. Komm, kriegst du hier richtig lecker. Richtig lecker Spaghetti. Richtig schönes Mittagessen. Ach, was ist denn mit dir los? Lachs Müllerin gerne, aber Spaghetti nicht. Lilia leider hat schon mehr durchgemacht, als sie zugibt. Ach. Ist Miyamoto wirklich so grausam? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Miyamoto ist bei Lilia leider zu Besuch. Ich sehe Herzen. Ich sehe Herzen. Vielleicht hat sich da was geändert. Das müssen wir auf jeden Fall auch kontrollieren. Na, wir bleiben auf dem aktuellsten Stand bei unseren Mies, ganz klar. Lust auf ein Spielchen? Immer. Och, bitte nicht, Ruffy. Ich muss noch ganz schön lange aufnehmen. Ich kann das so. Kalte das so nicht durch. So. Blöd, Mann. Fester. Blöd, Mann. Blöd, Mann. Ich will das nicht spielen. Ich hab da keinen Bock zu. Das ist. Gekloppt. Ich hasse es. Glückwunsch. Danke. Auch schwer verdient. Eine Tonfigur. Mann, will ich doch gar nicht haben. Wenn Freunde angeben, tue ich interessiert und schalte auf Durchzug. Scheiß Angeber, ey. Die kannst du spucken, Geoffrey. Spucken kannst du auf die. Stewe. Was hast du? Guten Morgen. Guten Morgen, Stewe. Ich wünsche mir eine neue Inneneinrichtung. Boah, gierig. Du alter Gierschlund. Aber ich habe hier noch eine Schule übrig. Dann sollst du sie auch bekommen. Danke für die neue Einrichtung. Ich finde sie wirklich gut. Gut. Übrigens. Nee. Ich werde friedlich damit umgehen. Nur gut. Gut ist nicht so toll. Ich habe erfahren, man kann es ein bisschen steuern, welche Mies miteinander befreundet sind oder verliebt ineinander werden. Und zwar, indem man denen die gleichen Sachen gibt. Also, dann haben die gemeinsame Interessen. Ja, habe ich erfahren. Und das ist natürlich Dufte. Dufte ist das. In letzter Zeit habe ich echt die verrücktesten Träume. Müssen wir uns nur mal irgendwann anschauen, wer da was hat und was wir denen geben wollen. Wer zusammenkommen soll, im besten Falle. Spielen wir hier mal, wer ist das? Erstmal mit Naruto. Komm, spiel mit mir. Können wir mal ganz kurz was nachgucken? Total verliebt. Super. Schnappen. Eine super geile Taschenlampe. Okay. Schade. Ach. Ich hätte mal gerne, dass ich das im First Try schaffe, weil dann habe ich es hinter mir. Es geht los. Ups. Schade. Ich will doch einfach nur die Bildersuche. Oder, ne, das war's eigentlich. Die Bildersuche möchte ich spielen. Das ist das einzige Minispiel, das cool ist. Danke. Ich bin total verknallt in Baby Peach. Boah, Season, erst wolltest du nicht. Ne, erst wolltest du nicht. Total verknallt. Oh, das klingt so, ey. Jesse, Kevin James. Und das war's dann schon wieder. Mehr ist hier heute wieder nicht los. Magst du etwas spielen? Dabei war ich doch wieder tagelang nicht da. Quiz. Ah, okay, das ist auch gut. Das ist auch gut. Die erste Aussage zu deinen Inselbewohnern. Rosalina und Mario haben im selben Monat Geburtstag. Man weiß es nicht. Kann sein. Und die korrekte Antwort ist. Das stimmt genau. Ach. Ja, weil ich bei vielen einfach nur so schnell geklickt habe. Und ich glaube, bei Mario habe ich einen richtigen. Richtigen Geburtstag. Aber das machen wir demnächst nochmal. Ja. Ja, das ist dann ein bisschen schwierig. Freundinnen vor Fehlern zu bewahren, ist für mich völlig selbstverständlich. Selbstredend. Warum hast du dann Rosalina nicht gesagt, dass sie, warum kriegt die dann ein Kind?
kann doch nur ein Fehler sein. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Ich hab dich vermisst. Ich dich auch. Aber wie gesagt, ihr wollt es ja nicht. Tut das denn Not? Habe ich vielleicht irgendwie was, was ich dir... Ich hab doch das Wrestling-Kostüm! Okay, dann werden wir was machen. Ich das doch habe? Fällt ihm ein wenig. Na, immerhin. Du bekommst, liebster Kevin, du bekommst auch ein Objekt. Und zwar... kriegst du auch eine Wii U-Konsole. Dann kannst du dich ein bisschen mit Wollo anfreunden. Der ist cool, habe ich gehört. Eigentlich sollte auch jeder eine Wii U-Konsole haben, oder? Irgendwie schon. Fehler nehme ich mir nicht so sehr zu Herzen. Ich auch nicht. Kommt drauf an. Nee, eigentlich nicht. Ich bin resistent. Guck mal, schon... Ist er hier mit Zelda am Gange? Wo wohnt denn der alte Hauding? Nein, ich wollte Sammy nicht stören. Lass ihn mal schlafen. Ist der denn? Wie blind? Da. Am Glücksbrunnen. Komm ran auf den Meter, Mensch. Am Glücksbrunnen rumhängen, ne? Junge. Du wolltest das... Wir haben uns seit einer Woche nicht gesehen, eben Bild von Bolo. Stimmt nicht. Du wolltest das, ne? Das Wrestling-Kostüm. Sich schon seit paar Parts irgendwie ihm geben möchte und immer nicht weiß, wie und warum und... Das freut ihn auf jeden Fall. Geht doch, so. Wenn ich mich einmal festbeiße, dann kann ich lange an etwas Spaß haben. Na gut. Das spart Geld. ja. So wie es aussieht, ne? War es das so? Mal wieder hier. Die schlafen immer noch. Es ist so süß. Oh. Ich finde das Baby gar nicht so hässlich. Nur damit ihr es wisst. Alle werden sagen, das Baby ist hässlich. Aber nein. Es ist mein eigen Fleisch und Blut. Ich hab's trotzdem lieb. Egal, wie das aussieht. So, dann würde ich einfach mal sagen, da hier nichts mehr los ist, beenden wir diesen Part einfach mal. Wir haben ja schließlich ein Kind bekommen in dem Part. Das ist ja eine gute Sache. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.